Sag ich schon, Oskar, wir haben vor 2 Wochen so und so viel Geld geschickt. Das ist weg, das ist schon weg. Er konnte viel schneller und leichter ausgeben, das Geld, was wir aufbringen konnten. Und manchmal bin ich gekommen zu Freunden, soll wieder Geld geben. Ich sagte, wieso? Und er hat schon versauft alles. Habe ich dann gerettet und gesagt, immer nur, wäre Schinde nicht gewesen, wie er war, wären wir auch nicht mehr gewesen. Und das Glück war, dass Schinde war, wie er war. Und man soll auch nachher und nach Jahren nicht suchen, alles zu verstehen. Das ist Schinde. Nehmen wir, wie er war, so war er. Die Normalen haben nicht gemacht, was Schinder gemacht hat. Ein außergewöhnlicher Mann, aber nur für außergewöhnliche Zeiten, nicht für normale Zeiten. Und deshalb hat er, meine ich, oder bin ich überzeugt, ich habe ihn begleitet einige Jahre, weder vor dem Krieg noch nach dem Krieg, etwas Besonderes vollbracht, erreicht. Seine Glanzjahre waren eben diese 3 Jahre des Krieges. Am 9. Oktober 1974 stirbt Schindler nach einem Schlaganfall im Alter von 66 Jahren.